Wir sind ja auf dem Nesshauptdeich in Hamburg-Finkenwerder. Ein PKW ist wohl vermutlich von der Fahrbahn abgekommen, in die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei einen weiteren PKW gerammt, der sich dann überschlagen hat. Genau, das Fahrzeug ist halb am Laternenpfahl hängen geblieben. Die anwesenden Zuschauer hier hinter auf dem Airbus-Gelände haben das Auto dann so weit umgekippt, dass sie ihn den Patienten rausziehen konnten, der nahezu unverletzt war im ersten Augenblick. Also es wird ein Verletzter ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Wagens, der auf den Kopf lag. Und eine weitere verletzte Person aus dem anderen Fahrzeug hat die Versorgung in ein Krankenhaus abgelegt.